schauen wir mal, wie beide Trainer dieses zweite Spiel einschätzen. Tom. Ja, also ich denke, dass wir in der ersten Hälfte das Spiel offen gestaltet haben. Es gab mit Sicherheit drei, vier Situationen, wo wir das Quäntchen Glück hatten, beziehungsweise nicht im Rückstand geraten sind. Allerdings hatten wir auch vorne drei, vier gute Kontermöglichkeiten. Und wenn man beim Spitzenreiter was mitnehmen möchte, muss man die halt nutzen, um dann eventuell am Ende des Spiels auch erfolgreich zu sein. Das haben wir nicht getan. In der letzten Runde der meiner Mannschaft kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben vier Gegentore kassiert, davon die ersten beiden aus Standardsituationen, wo die klare Zuordnung dann einfach gefehlt hat. Und danach sind wir noch im Konter gerannt und Tor Nummer 4, katastrophaler Abspielfehler direkt vom eigenen 16er. Wird natürlich auswärts beim Tabellenführer grundsätzlich bestraft. Und im Endeffekt kann ich sagen, haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, spielt aber von der zweiten Hälfte nämlich schon etwas enttäuscht aus schön eicher Sicht. Guckenweil gratuliere ich zu einer ganz ordentlichen Leistung. Kommen. Verstehe ich schon, dass die Euphorie sie im letzten Recht. Nur ein Resümee. Ja, der Tom hat es richtig formuliert. In der ersten Halbzeit war das Spiel aus meiner Sicht auch sehr, sehr offen. Man hat vor allen Dingen für mich ein bisschen überraschend, aber es kam uns eigentlich auch ein bisschen entgegen, dass Schöne Eiche auch immer wieder versucht hat, nach vorne zu spielen, weil er das Umkehrspiel hatte. Wir haben heute gesehen, dass jedes Spiel erstmal in die richtige Bahn gelenkt werden muss, weil wir haben erste Halbzeit die ein oder andere klare Möglichkeit liegen lassen. Und ich habe den Jungs auch in der Halbzeit gesagt, wie auch schon vor dem Spiel, wir brauchen heute Geduld. Das hat sich dann ausgezahlt. Grundsätzlich muss man natürlich immer wieder sehen, dass wir heute eine Menge Leute, wichtige Spieler wieder zu ersetzen hatten. Und trotzdem ist die Mannschaft im Moment einigermaßen gefestigt. Und denke ich, hat sie den Sieg auch verdient gehabt heute. Und für uns ist wichtig, dass wir hier schön den Ball flach halten. Wir haben noch schwierige Aufgaben vor uns. Und es ist immer schön, dass die Euphorie da ist. Wenn wir aber auch andere Zeiten hören, weil wir wollen schön ruhig bleiben und von Spiel zu Spiel denken, dann sind wir alle hier gut beraten. Und wünsche allen ein schönes Osterfest. Schöne Eiche, die sich aus meiner Sicht gegenüber der ersten Halbzeit aber enorm gesteigert haben. Wenn ich an das Hinspiel denke, wo wir eigentlich 90 Minuten sehr dominant waren, war heute, wie Tom schon richtig sagte, die erste Halbzeit sehr, sehr ausgeglichen und die werden ihre Punkte holen, denn uns ist es heute nicht leicht gefallen. Überragend aus meiner Sicht Daniel Becker, wie er wieder ein paar Tore sensationell. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben und ja, allen Anwesenden schönes Osterfest. Danke. Ich bin von Thomas Adel gesprochen. Gibt es wieder erwarten heute die Fragen aus den Seiten der Presse? Kein Stress, oder? Dann kann ich mich den Worten und das alles anschließen. Ich wünsche allen einen schönen Osterfest, schönen Dank für euren Besuch. Auf ein neues und 14 Tage wieder mehr sind verstanden. Tschüss.